verstehe. Aber ist schon irgendwie was Tolles, wenn man die Bräuche von früher wertschätzt und beibehält, nicht wahr? Die erste Hälfte hat, das hat sich der Mund gar nicht bewegt. Du bist eine gute Bauchrednerin, Alisa. Naja, aber in letzter Zeit, oder in den letzten Jahren wird Obon allerdings nicht mehr so, herzlich oder so intensiv begangen. Vor allem die Leute, die in den Großstädten wohnen, war Tokuni Naigashi, hm? Naigashironi? Wie hat sie das ausgedrückt? Naigashironi suru. Naigashironi. Naigashironi suru. Was ist das für ein Ausdruck? Naigashironi suru. Gibt es tatsächlich bei Wadoku? Schauen wir mal. Geringschätzen, verachten, missachten. Ja. Gerade die Leute, die in den Großstädten wohnen, missachten oder verachten diese Bräuche. Kokuniru takono hitotachimo. Gosen. Moment, ich kann mir das ja einmal vorlesen lassen, wo sie es nochmal gesagt hat, wo es nicht so lang ist. Wo hatten wir es denn gehabt? Dann weiß ich jetzt nochmal, wie man die Vorfahren nochmal liest. Hier. Gosen-san-sama no o taitsutsu shitei nai no ka? Hm, ich frage mich, ob die hier anwesenden Otaku ihre Vorfahren oder ihre ja, Vorfahren auch nicht so sehr wertschätzen. Kunigatara? Takarasa? Kunigatara? War das Kunigatara? Schauen wir mal ganz kurz. Kunigara? Schauen wir mal, Kunigara? Kunigara ist es. Nationalcharakter, Volkscharakter. Jetzt werfen wir mit ganz ethnologischen wahrscheinlich Begriffen mit uns. Naja, aber zumindest Grabbesuche oder dergleichen werden sie ja tun, nicht wahr? Also zumindest Grabbesuche. Ich sag immer dieses untergleichen. Zumindest Grabbesuche werden sie doch tun, oder? Denn schließlich, Japan hat nun mal einen derartigen Nationalcharakter oder einen derartigen Volkscharakter. Allerdings, dass, ja, Bräuche oder Traditionen aus dem Ausland hier immer mehr Mode werden und dass unsere eigenen japanischen Gebräuche immer mehr vergessen werden, das mag ich auch irgendwie nicht so ganz. Gaikoku no fushu? Bräuche aus dem Ausland? Ja, zum Beispiel Halloween. In letzter Zeit geht das doch hier ganz schön ab, auch in Japan, nicht wahr? Hä? Halloween te? Ah, no Halloween? Halloween? Also das Halloween? Ganz genau. In den Innenstädten treiben es da die Leute dann immer ganz schön wild. Nihon demo yatteru nda. Mokura no kuni no minkan koji koji datto bakari omotteta. Also Halloween wird auch in Japan begangen. Ich dachte, das ist lediglich eine Volkstradition oder eine Volks ja, Sache ist, die wir in unseren Ländern machen, ausschließlich bei uns. Ist ja schön, wenn es dann da ordentlich abgeht und es lustig zugeht und dergleichen, aber naja, dies, das eine und das andere sollte voneinander trotzdem getrennt werden. Boku mo so omou yo. Ja, das denke ich auch. Ah, scheint so, als kommen wir langsam ins Innere. Endlich kommen wir in einen Ort, der von der Klimaanlage gekühlt ist. Aber durch die Menschenmassen ist es, glaube ich, bei der Comic-Cat drinne. Ich habe leider die Erfahrung selbst noch nicht machen können, aber drin auch ganz schön heiß, oder? Rebo, hotondo, kiite nai mitai da yo. Hito ga, nee, tsuite, kiite? Das ist von Koka auf jeden Fall, also wirken, glaube ich. Also es wirkt nicht. Koka, ist es mit Q? Schauen wir mal ganz kurz. Es ist dann Kiku. Kiku war es gewesen, genau. Kiite nai mitai da yo. Hito ga o sugite zenzen, das ist auch nicht Yashikun, Suzushi müsste es sein, oder? Suzushiku nai yo. Suzushi, schauen wir mal ganz kurz. Ja, Suzushi, was war's? Suzushiku nai te.
Naja, Kühlung oder die Klimaanlage, die wird kaum Wirkung zeigen, glaube ich. Weil es heißt, durch die Masse an Menschen, dass es ja auch drin kaum erfrischend oder kühl wird. Hä? Hä? Ernsthaft? Uah, Konna Kanchinandana. So ein Foto oder so ein Anblick würde man bestenfalls ganz früh am Morgen, bevor die Tore für die Komiki aufmachen, sehen, nachdem bereits alles aufgebaut ist, aber puh, ansonsten, irgendwann muss ich mir das auch mal antun. Eines Tages mal, eines Tages. Kando teki dana, boku ima komike ni sanka shiteru yo. Da wird mir ganz warm oder weich ums Herz, denn ich nehme jetzt gerade an der Komiki teil. Draußen war es ja schon echt erstaunlich, aber drin ist es ja echt der Wahnsinn. Ichinichi de jugo mannin gurai ga kuru rashii yo. Es heißt, dass an einem einzigen Tag so um die 150.000 Menschen kommen. 15万人? そんなに人が集まるんだ. Unde, kore kara dou suru no? 150.000? So viele Leute versammeln sich also hier. Und was treiben wir von jetzt an? Retsuno Saigo, ich hab's schon wieder vergessen. Mal gucken, ob es noch in der Browser-History von Wadoku ist. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Hier. Saigo. Ja, doch, Saigobi war's gewesen. Äußerstes, hinterstes Ende. Retsuno Saigobi ni. Ni. Ja. Das hier ist auf jeden Fall Kanban, also Schild. Ni. Und das ist dann wahrscheinlich was Ähnliches. Die wahrscheinlich irgendwie ein Schild oder eine Fahne oder irgendwie sowas hochhalten. Aber das ist auch relativ leicht rauszufinden. Das hat nur zwei Bestandteile. Deswegen gehen wir mal wieder in die Graphemliste. Da ist nämlich einmal der Baum als Radikal links. Hier Baum. Und das andere ist einfach nur das hier, dieses L-artige. Und das ist dann Fuda. Und Fuda ist ein Zettel, Tafel oder so. Genau. Fuda ja, Kanbanga, Tetsu Hasenanda. Meate no Sakura-san no Saikobi o Sagasanakya. Nun ja, es müsste sich ein Schild oder ein Fähnchen oder eine Hinweistafel am Ende der Schlange befinden. Deswegen die Sakura, auf die wir es abgesehen haben, da müssen wir das Ende der Schlange suchen. Atta! Boku no Meate no Sakura Schokora-Tee, glaube ich. Schokora-Tee no Saikobi da. Das T kenne ich vom Bastei. Bei Bastei, da ist es dann Haltestelle. Bastei, schauen wir mal ganz kurz. Jupp. Wenn das Zeichen für sich alleine steht, was hat es dann eigentlich für eine Bedeutung? T ist halten, anhalten oder so. Als Einzelkanji. Also Schokola, also das die anhaltende Schokolade oder so. Ich weiß es nicht. Weil es eigentlich eher Schoko nur ist statt Schokola. Mal ob Schokolade trotzdem noch als irgendwie andere. Ne, Schokolade ist auch Schokolade, dachte ich mir. Nun gut, also die, ja, der Stopp für Schokolade. Also er will sich irgendwelche Schokolade holen oder ist das nur ein süßer Name, weil die unglaublich süße Doujinshi zeichnen oder so. Ich weiß ja nicht, ob auch Lebensmittel überhaupt verkauft werden. Hier könnte ich mir gerade bei Schokolade gar nicht vorstellen, wegen schmieriger Hände und dass dann, wenn Leute die ganze Zeit die Dinger anfassen, also die Doujinshi von den verschiedenen Zageln, dass hier mit Essen und Trinken relativ streng und wahrscheinlich nur in vorgegebenen ja, Dingern ist. Und bestimmt nicht so wie bei den Conventions, wie man es bei uns kennt, wo ja auch viele Süßigkeiten verkauft werden. Ich glaube, die Komiki ist da anders. Hier werden wirklich nur Doujinshi und Goods, also Merchandise, verkauft. Es ist heiß. Es sind viel zu viele Leute hier. Arisa, Taijoubu? Arisa... Alles okay? Naja, gerade so geht's noch. Und wie lange müssen wir hier warten? Dodaro. Tabun nagaktemo ichikan gurai janai kana. Naja, wie lange wohl? Ich schätze mal, schlimmstenfalls müssen wir vielleicht bis zu einer Stunde warten. Was? Eine Stunde? Naja, das ist aber durchaus üblich, üblich hier, weißt du. Es gibt sogar Orte oder Stände, an denen man noch viel länger warten muss. Ah, oh,
Das ist ja ein ganz schön wahnsinniges Fest hier. So, Nanda. Nihon de Ichiban no Matsuri, Nanda, jo? Ganz genau. Das ist das beste, erste, größte, geilste Fest überhaupt von Japan. Aber weißt du, diese Atmosphäre hier, die mag ich auch ganz gerne. Wenn alle so gut drauf sind und so glücklich wirken, dann hat das auch irgendwas für sich. Arisa mo tanashisou ni shite kuretete, boku mo ureshii na. Wenn Arisa sich auch glücklich zeigt, auch wenn das jetzt hier im Hintergrundbild immer noch nicht so aussieht, dann freut mich das auch. Aber wo es hier doch so viele Menschen gibt, ist es nicht wahnsinnig anstrengend für alle? Taiente? Anstrengend? Naja, es gibt ja auch Leute, die hier alleine hergekommen sind, nicht wahr? Und, und es ist ja auch so, dass du dich hier anstellst, weil du etwas haben willst, weil du hier unbedingt was haben willst, nicht wahr? Mina Dojinchi ya Guzu ga hoshii kara narandeiru nda yo. Ja, jeder will hier Dojinchi oder Guzu, also Goods, Merchandise, kaufen oder wünscht sich das, deswegen stellen sie sich an. Und was machst du, wenn du zwischendurch, wenn du in der Schlange bist, mal dringend auf Toilette musst? Oder wenn dein Magen dann knurrt und dergleichen? Gamanzulu datte. Dann hält man es halt aus. Aushalten? Ich meine, wenn der Magen knurrt, das kann ich ja noch verstehen. Aber wenn man dringend aufs Klo muss? Bokumo netto de mitadake de dakara. Naja, ich habe das auch nur so im Netz gelesen und beziehungsweise gesehen. Ob es wirklich stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber wirkt zumindest so, als würden wirklich alle, ja, es aushalten oder drin halten. Stecken alle viel zu tief drin, oder? Die Leute hier steigern sich viel zu sehr rein, oder? Demo. Hontoni Taichi ga waruku nattari shitara muri shicha dame da yo. Dame da yo ne. Mawari ni meiwaku kakechau yo. Ja, aber wenn es einem körperlich oder physisch tatsächlich nicht so gut geht, dann sollte man es tatsächlich nicht übertreiben, wa? Weil dann macht man ja auch nur Ärger für die umstehenden Leute. Das versteht sich ja wohl von selbst. Alleine bei dieser Hitze ist es ja schon kaum erträglich hier. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Betreuung. Kyugo? Ich glaube, das ist, müsste Kyugo sein. Ich guck mal ganz kurz. Kyugo? Kyugo? Es ist Kyugo. Und Kyugo bedeutet, Rettung, Hilfe, Schutz, Hilfeleistung. Also, naja, fast Betreuung. Was habe ich jetzt gesagt? Kyugo, Staff, Sanga. Kichinto Ilo kara. Hijo. Hijo, müsste es nicht eher andersrum sein? Hijo, Chijo oder Jitai, Jino? Ich verwechsel immer dieses Zeichen hier mit einigen anderen. Hijo, Jino oder Jitai no Toki wa, ich glaube Jitai, no Staff-Sanga, Tayoru Beki datte. Naja, es gibt auch, ja, also Staff, wie sagt man Staff? Mitarbeiter, Mitglieder oder, also eine Rettungseinheit, die hier mit dabei ist. Deswegen, falls eine Notfallsituation auftreten sollte, dann kann man sich hier auf die Mitarbeiter oder die Zuständigen von der Convention verlassen. Jetzt, wo ich das hier mit eigenen Augen sehe, muss ich tatsächlich denken, dass das, was man so an Bildern oder Eindrücken im Internet sieht, tatsächlich keine Übertreibung ist, was? Soto. Das habe ich doch auch letzte Folge nach, oder letzte, also nicht letzte Folge vielleicht, aber letzte Aufnahme nachgeguckt. Soto, das war, als es darum hieß, dass die Comic-Cat für, das hatte ich sogar noch eingeblendet, dass die Comic-Cat für Mädels ziemlich anstrengend oder heftig sein muss. Irgendwie sowas in die Richtung. Es war Kakoku war es, glaube ich, gewesen. Ich glaube, ich habe es mir gemerkt. War es Kakoku? Lass mir sagen, dass es Kakoku war. Es war Kakoku. Ha! Ich kann mir doch manchmal Sachen merken. Kakoku war übermäßig streng, unbarmherzig, unerbitterlich, genau.
Ja, Soto Kakokona Kankyo da ne, Kokowa. Ja, das ist schon eine beträchtlich unerbitterliche Umgebung hier. Komikewa Senjo nannte. Das ist zwar Re, also Beispiel, aber als Verb habe ich das glaube ich auch noch nicht gesehen, oder? Schauen wir mal. Gibt es das mit Ru oder was kommt danach? E, also mit U. Nee, E. Ah, Eru hier. Mal gucken, Tato Eru wahrscheinlich dann? Ja, Tato Eru. Vergleichen, eine Metapher benutzen. Nannte Tato Eru Kimochi o Rikaishita. Boko mo ichido shikari ki o hiki. Das hier hatte ich doch auch nachgucken wollen. Moment, das kam auch schon mal vor. Wie gesagt, ihr habt es ja am Anfang so gewollt, deswegen, ich nehme das hier auch ein bisschen als Vokabel und keine Ahnung, was Training für mich, um mir Sachen zu merken. Deswegen gucke ich jetzt hier das nochmal ganz kurz nach. Das haben wir hier den Faden. Und dann haben wir da 1, an dem Moment 1, 2, 3. 3, das müsste hier sein. Da haben wir es. Genau, dich suche ich. Und du bist... Shimeru, genau, Shimeru war es gewesen. Also Hikishimeru. Hikishimeru. Und Hikishimeru war... entweder fester binden, straffer ziehen oder sich aufraffen, festigen, stabilisieren. Ja, also jetzt verstehe ich auch, warum die Komike immer beispielsweise oder verglichen wird mit einem Schlachtfeld. Also Komike war, die Komike ist ein Schlachtfeld. Ja, ich sollte mich auch noch einmal ordentlich zusammenreißen oder ordentlich ein wenig aufraffen, festigen, mich zusammenschnüren und dergleichen. Aber ich muss schon sagen, Mann, das ist hier echt verdammt heiß. Das ist doch schon fast wie in einer Sauna. Daijoubu? Sports to drink to shio irgendwas ga imitai dakara nomimono o nampon ga yoi shite kitan da. Ist alles okay? Sportsdrinks oder irgendwelche salzhaltigen Getränke, nehme ich mal an, sollen ganz gut wirken. Deswegen, ich habe einige Flaschen mit Getränken vorbereitet. Sag mal, was machen die da draußen? Ich guck mal kurz aus dem Fenster. Okay, die holzen ja auch Bäume ab und versperren die ganze Straße. Egal. Gut, also ja, hat sie auch mitgebracht. Ich will nochmal ganz kurz gucken, wegen diesen... mit den salzhaltigen Getränken. Salt Candy. Ach, Candies. Ach, ist das Ame? Ist das das Kanji für Ame? Ja, es ist Ame. Shio Ame wahrscheinlich dann. Gucken wir mal ganz kurz. Shio Ame. Salzhaltige Ame. Okay, gibt's als Vokabel nicht, aber ja, salzige Bonbons. Bleh. Und die Sportdrinks in Japan haben auch meistens einen höheren Salzgehalt. Ja, deswegen, er hat einige Sachen mitgebracht. Nurui war wiederum lauwarm. Ja, das ist nun mal so bei der Hitze dann im Sommer. Danke, ich nehme mir mal eins. Die sind ja lauwarm. Zumitai no yori wa chotto nurui ho ga iin datte. Demo chotto dokoro ja naku natteru ne. Naja, es heißt, dass es besser ist, wenn es eher besser lauwarm als zu kühl ist, heißt es. Ja, weil im Sommer ist es eigentlich tatsächlich, habe ich auch gelesen, nicht gut, dann übermäßig kalte Getränke zu trinken, weil der Körper dann, ja, sich anstrengen muss, die durch das Getränk, kühle Getränk, die man sich einführt, innerlich erniedrigte Temperatur wieder durch mehr Hitzewallung auszugleichen oder Hitzeproduktion im Inneren auszugleichen, weswegen man sich dann zwar nach der ersten Erfrischung eines kühlen Getränkes dann im Anschluss eigentlich einem noch heißer wird, weil der Körper innerlich dann gegen die Kühle des Getränks auch gegenarbeitet. Weswegen es eigentlich gar nicht gut ist, im Sommer kalte Getränke zu trinken, sondern eher, ja, normal temperierte Getränke, also so wie es halt dann auch draußen ist. Ja, aber über ein kühles Blondes geht nichts. Aber Chotto Dokoro. Was ist hier Chotto Dokoro wieder für ein Ausdruck? Chotto Dokoro? Gibt's das so? Chotto Dokoro.
Demo Chotto Dokolo Jan Nakonatelo, ne? Hm, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ja. Ah. Hat sie denn Chotto gesagt? Sie hat nicht Chotto gesagt. Mo Nurui. Chotto. Ach, er hat vorher Chotto Nurui. Also, wenn es ein bisschen lauwarm ist. Naja, aber das hier kann man nicht mehr ein bisschen nennen. Ich habe das ein bisschen das Chotto hier vorne überlesen. Ich dachte, das bezog sich auf was anderes. Ach, nein, nein. Ist schon in Ordnung. Danke, dass ihr Sorgen um mich machst. Akumade, gaman suru mai no taisaku dake do ne. Honto ni dame so dattara, chanto itte ne. Ja, aber das ist nur eine Gegenmaßnahme, bevor es zu schwierig wird mit dem Aushalten. Wenn es wirklich nicht mehr geht, dann sag das auch, okay? Arisa no arigato tte egao ni dokito shichatta yo. Als Arisa mir mit einem Lächeln Danke gesagt hat, da hat mein Herz einen kleinen Schlag ausgesetzt.